Wir unterbrechen unsere allseits geliebte und amüsante Sendung für eine kleine Werbung, die dem Retro-Jäger seine 2 Villen, 3 Yachten, 5 Opel Vectras sowie 6 Packungen Kinderschokolade finanziert. Was? Ja. Nee, der hier. 6 Euro. 6 Euro. Kostet die GameCube? 20. 20. Und die Spiele hier? Das ist komplett mit der PlayStation zusammenverkauft. Ach, einzeln nicht? Oder? Ja, wenn du einzeln haben willst, dann wird wieder 4 Euro. 4 Euro. Das mache ich komplett mit der PlayStation. Das sind, glaube ich, 20 Spiele, alles zusammen 60 Euro. Ja, na gut, ich habe die schon, deswegen. Die Spiele kosten? Wie viel möchtest du mitnehmen? Ob, kommt auf den Preis an, du. Ja, dann gucke ich heute, was interessant ist. Und dann kann ich ja sagen, okay, ich gucke mal. Ja, das reicht nicht. Und die mehr natürlich, desto billiger machen. Yeah.
Ja, Point Blank 2. Point Blank. Das ist so eine Art ja, Party Games, aber halt mit einem. Wie heißen die Dinger? Mensch. Mit einer Lightgun. So, sowas. So, da habe ich dieses Point Blank gefunden. Und ich kannte es halt noch von früher und hab's dann halt mitgenommen und irgendwann später auf dem Trödel, hatte ich nicht mehr aufgenommen, beziehungsweise konnte ich nicht aufnehmen, habe ich die Verpackung dazu gefunden. Das war nur die Verpackung mit der Lightgun, da hat das Spiel gefehlt. Und somit hatte ich das Teil jetzt komplett und das war auch ganz lustig. Also übrigens kann ich euch das Spiel empfehlen, macht sehr viel Spaß. Ja, es geht ja noch. Was wolltest du für die PlayStation-Spiele haben? Ein Stück 5 Euro. Und einer? Ich hab den Rest. 2 Euro geht bestimmt auch, oder? Ja, man muss aufpassen, ne? Was wolltest du für so ein Spiel haben, Chef? 3 Euro. Das sind die einzigen Spiele wahrscheinlich, ne? Ja, mehr ist es leider nicht. Leider das von Tabama. Und Anleitung. Hä? Und Anleitung. Ja. Morgen. Was soll die Konsole kosten? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ach, genau. Das ist ja echt überholt, ne? Ja, ja. Was ist euch denn wert? Oh, das ist. Ich hätte jetzt 10 gesagt. 20 mit dem Spiel? Glauben Sie, möchten Sie schon haben. Was soll denn das Teil hier kosten? 5 Euro. Das dreht sich ja schon, bitte. Ja. Oh.
kosten die Spiele hier? 4 Euro das Stück. Den gibt es doch bestimmt ein bisschen günstiger, oder? Ja. Zwei. Willst du das haben so überhaupt? Ich weiß nicht, ob da noch die Anleitung irgendwo ist oder so. Spezialdemo. Okay. Na ja. Ja, gut. Mann, warum müssen die immer so zerschnippelt sein, ey? Was interessiert mich hier von das, denke ich mal, ne? Morgen, was soll die kosten? 15 Euro. 15 Euro. Das ist geschickt. Gibt es auch den Rest von, oder? Ja, die goldene Regel auf dem Flohmarkt Nummer 1, wenn ihr eine PlayStation seht, natürlich immer erstmal reinschauen. Es könnte immer ein Spiel drin liegen. Wie in diesem Fall, da war ein Final Fantasy drin. Leider, leider hat der Rest gefehlt. Und das ist schon traurig. Gibt es auch den Rest von, oder? Ich benutze für mich. Moment, was soll das kosten? 10 Euro. 10 Euro. Das hier bitte. Hier ist eins leider nicht da.
Ist das deine eigene oder? Das war meine, ja. Weil da ist ein Spiel drin, aber. Ach so. Ach, das ist die Diskette 1 von 4. Ja. Wenn du da den Rest hättest. Das ist leider nicht. Warum? Warum ist es nicht komplett? Warum hat man nur die erste... Ich kann übrigens jetzt Legend of Dragoon spielen. Aber nur bis die erste CD zu Ende ist. Danach nicht mehr. Aber ich habe dem Kollegen meine Nummer hinterlassen, habe eventuell noch Hoffnung, dass er zurückruft. Nein, habe ich eigentlich nicht. Aber er meinte, er wird nachschauen, ob er das Spiel noch hat. Und sich dann eventuell bei mir melden. Hat er bis jetzt nicht. Wird er, glaube ich, auch nicht machen. Aber ich habe jetzt Legend of Dragoon CD1. Das ist schon mal was. Ein Viertel vom Spiel habe ich schon mal. Ja. Schaut immer in die Playstations rein. Ja, mit diesen traurigen Bildern möchte ich mich auch heute wieder verabschieden von euch. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ein bisschen Schadenfreude vielleicht, wie auch immer. Wünsche wie immer viel Spaß beim Zocken, das ist immer das Wichtigste. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Immer schön die warme Milch trinken. Und tschüss.